It's a campaign that's become a painful journey. Armin Laschet, the Conservative candidate who was the front runner a few months ago, is now fighting for his political survival. Ich will diesen Kampf führen. Ich will Bundeskanzler der Bundesrepublik werden und danke für Ihre Unterstützung. Angela Merkel's successor is struggling. The Christian Democrats of the CDU are trailing the Social Democratic Party, and Laschet's low popularity is a big reason why. Right after the deadly floods hit Western Germany, cameras caught him laughing as the German president expressed his condolences to the victims. Even conservative voters are disappointed. Ja, ein bisschen schleppend, all die weil wir sagen, wie er schon heißt, Laschet, der ist zu lasch. Die Wahlen sind ja jetzt noch nicht gemacht und ich schätze, dass die SPD da ganz vorne liegen wird. On the campaign trail, conservative MPs brandished the threat of a swing to the left. Es kommt wirklich auf wenige Stimmen möglicherweise an, wer hat die Nase vorn, die SPD oder wir als Union. Jan-Marco Luschak says the campaign only ends when the polling stations open on Sunday. Wir werden bis Samstagabend, möglicherweise auch noch in der Nacht von Samstag zu Sonntag, noch dafür werben, dass möglichst viele Stimmen bei der Union sich versammeln, weil es geht am Ende wirklich um eine Richtungsentscheidung. Ich glaube, das wird immer mehr Menschen bewusst. The conservative CDU party has taken back a few points in the latest polls, but the risk is real that with Armin Laschet, the party will become the parliamentary opposition. Das wäre für die CDU doch eine erhebliche Zäsur. Andererseits kann man als Politikwissenschaftler sagen, tut es jeder Partei auch mal gut, in die Opposition zu gehen und sich programmatisch und personell zu regenerieren. Confronted by a possible upset, Armin Laschet is leaning on the Chancellor to win voters' hearts. Angela Merkel has joined him in the final stretch of the race. In other words,